Frau Bürgermeisterin der Stadt Leipzig, liebe Frau Jänicke, sehr geehrte Frau Kucharski-Hunyadt von der Europäischen Stiftung der Rahn-Dittrich Group für Bildung und Kultur, lieber Thorsten Arendt und lieber Frieda von Ammon, unsere wunderbaren Partner bei den Leipziger Debatten, liebe Diskutanten des heutigen Abends, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich als Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung begrüßen zu der zweiten Leipziger Debatte über Literatur. Die Leipziger Debatten zur Literatur hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung vor 3 Jahren gemeinsam mit den Frankfurter Debatten zur Sprache begründet als offene Gesprächsforen, in denen aktuelle Fragen einerseits der Sprache, andererseits des literarischen Lebens möglichst in zeitlicher Nähe zu den jeweiligen Buchmessen diskutiert werden sollen. Dass unsere Planungen im Falle der Leipziger Debatte bisher nicht so aufgegangen sind, wie wir uns das gewünscht haben, dafür hat Corona gesorgt. Die erste Leipziger Debatte hatte die Literatur in der DDR 30 Jahre danach zum Thema. Sie hätte 2020 im großen Rathaussaal dieser Stadt stattfinden sollen, konnte dann aber aus den bekannten Gründen um ein Jahr verschoben, erst im vergangenen Jahr unter der Leitung von Thorsten Arendt und Frieda von Ammon in digitaler Form realisiert werden. Umso dankbarer sind wir dafür, dass die Leipziger Debatte heute an diesem Ort in Präsenz stattfinden kann. Dass dies möglich ist, dafür wollen wir auch unseren Förderern danken, der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, der Europäischen Stiftung der Rahn-Dittrich Group für Bildung und Kultur sowie der Stadt Leipzig. Meine Damen und Herren, die Menschen neigen dazu, ihre Ängste dadurch zu bewältigen, dass sie sie auf einen Punkt konzentrieren. Das ist zurzeit, wie es anders nicht sein kann, Putins mörderischer Krieg in der Ukraine, der den Frieden der gesamten Welt bedroht. Er wird das Hauptthema der Frühjahrstagung unserer Akademie sein, die im Mai in Dresden und Freiberg stattfinden wird. Dass der Krieg aktuell unsere Ängste an sich bindet, bedeutet aber auch, dass die großen anderen Bedrohungen und Menschheitskrisen aktuell an den Rand unserer Wahrnehmung, gedrängt werden. Und so konnte es geschehen, dass am Dienstag die Berichte über den vom Weltklimarat vorgelegten 6. Sachstandsbericht erst auf der 6. Seite der Zeitungen zu lesen waren. Da gehört er aber nicht hin, denn es geht in diesem Bericht um nichts Geringeres als um den Fortbestand der Menschheit. Die gegenwärtige Geschwindigkeit in der Emissionsminderung genügt dem Weltklimarat zufolge keineswegs, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Als er diese Diagnose traf, hatte der Weltklimarat noch nicht einmal die wirtschaftspolitischen Prioritätsverschiebungen vor Augen, die es im Gefolge des Krieges in vielen Ländern geben wird und die zum großen Teil auch schon erfolgt sind. Was das alles für Landschaft, Artenvielfalt und Klima bedeutet, ist aber eine Sache nicht der Zukunft, sondern unserer täglichen gelebten Wirklichkeit. Wir haben es zum Beispiel vor Augen, wenn wir das Saaletal, das sich der liebe Gott als eine der schönsten Landschaften Deutschlands ausgedacht hat, emporfahren und südlich von Saalfeld rechts und links die riesigen braunen Flächen und Flecken sehen, in denen Trockenheit und Borkenkäfer die Wälder für die Brände des Sommers präparieren.
Wir konnten es in diesem März bei jedem Blick in den blauen Himmel sehen, denn von Ende Februar bis Anfang April hat es, wie in den vergangenen Jahren schon, in Berlin und Brandenburg fast 6 Wochen lang in einer Zeit der Aussaat und des ersten Wachstums nicht geregnet. Schläft die Regentrude? Schläft die Regentrude? Das frage ich, weil Judith Schalansky Theodor Storms ökologisch bedrohlich aktuelles Märchen in einer wunderbaren Neuausgabe wieder zugänglich gemacht. Schläft also die Regentrude schon im März? Und was ist, wenn sie auch bei uns nicht mehr aufwacht, wie dies in vielen ehemals fruchtbaren Regionen dieser Welt bereits der Fall ist? Im vergangenen Jahr hatte ich die Gelegenheit, mich lange mit Christoph Martin Vogtherz zu unterhalten, dem Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Und er sagte mir, was ihn nachts wortwörtlich nicht schlafen lasse, seien die Bäume. Tausende sind in Parks und Gärten in den vergangenen Jahren verloren gegangen und von den Verbliebenen ist die große Mehrzahl sehr krank. Es gibt die Fluchtorte vor der ökologischen Krise in unserer Natur nicht mehr. Keiner von uns wird die historischen Parks mehr so sehen, wie sie in ihren Baumbeständen geplant gewesen sind. Auch Wörlitz nicht, denn dort sinkt der Grundwasserspiegel bedrohlich. Meine Damen und Herren, die Literatur ist ein sensibler Seismograph für alle lebensweltlichen Veränderungen. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, in 4 Gesprächsrunden darüber zu diskutieren, was die Autoren und ihre Texte und wie sie auf die Autoren und ihre Texte auf die vom Menschen zu verantwortende Naturzerstörung reagieren. Bevor ich jetzt nun Frieda von Ammon das Wort für die erste Runde erteile, will ich darauf hinweisen, dass nach dieser ersten Runde, die aus 2 Gesprächen besteht, eine Pause eintreten wird, in der Sie sich erfrischen können. Aber bevor Frieda von Ammon das Wort ergreift, haben wir das große Vergnügen, dass Frau Jänicke auch noch ein Grußwort sprechen wird. Frau Jänicke, Ihnen gehört das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Osterkamp, ganz herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr von Ammon, sehr geehrter Herr Ahren, sehr geehrte Frau Kuraski-Hunyat, liebe Autorinnen und liebe Autoren, sehr verehrtes Publikum, auch sehr verehrte Gäste im Livestream. Ich habe gemeinsam mit Ihnen jetzt hier die Ehre und mit großer Freude tue ich das und komme ich dieser Ehre nach, ein wirklich beeindruckendes Format zu eröffnen. Die Leipziger Debatten kommen heute, wie viele andere Veranstaltungen aufgrund der Pandemiesituation, mit 2 Jahren Verzögerung zu ihrer Realisierung. Und um es mit den Worten von Karl Markus Gauß, dem diesjährigen Preisträger des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung, zu verdeutlichen, der sagte: Was sind das für Zeiten, wenn es nicht möglich ist, das Verfassen einer Rede 2 Wochen vor der Veranstaltung abzuschließen? Ich bin umso dankbar, dass Sie als Gastgeber hartnäckig geblieben sind und wir heute hier zusammenkommen können. Die Programmankündigung hat sicher nicht nur mich zum Staunen gebracht, denn der inhaltliche Diskurs, den Sie jetzt hier ganz knapp aufgerissen haben und in den wir gleich einsteigen werden, könnte ja zeitgemäßer nicht sein. Auf eine Krise folgt ohne Atempause die nächste, wird die eine von der anderen überlagert. Und bestimmte bis gestern noch der Umgang mit der Pandemie, unser tägliches, ja nahezu stündliches Wirken, steigt dieser Tage die Anzahl der Personen, die aus der Ukraine auf der Flucht vor dem Krieg in Leipzig ankommen. Dabei werden wir in jeder Krise Zeuge
Opfer oder auch Täter des Präventionsparadoxons. Erst wenn eine Notsituation eintritt, werden die Voraussetzungen eingeräumt, diese zu verhindern. Ob es jemals gelingt, diese Logik auszuhebeln, ist wünschenswert, aber bleibt hinsichtlich der gesellschaftlichen Tragweite und der enormen Kräfte, die auf diese Entscheidungsprozesse einwirken, fraglich. In meinen Augen braucht es mehr Verständnis für Prognosen, aber auch für politische Bildung. Denn wie sonst sollten wir denn die vielbeschworene Zeitenwende bewältigen? Die sich auftürmenden Krisen machen uns alle miteinander zutiefst nervös. Gleichzeitig relativieren sie sich im öffentlichen Diskurs gegenseitig. Und wir alle kennen dieses Unbehagen, das uns ergreift. Wir haben gerade vorhin Frau Schalensky darüber gesprochen. Man weiß ja gar nicht mehr, wohin. Also die eine Krise überlagert die nächste und man schämt sich fast, der einen sich auszulagern und dann auszuliefern und damit der anderen sich zu entziehen. Beobachten wir aus der Summe dieser Entwicklungen, dass sich sowohl gesellschaftliche als auch ökologische und ökonomische Frakturen verstärken, so müssen wir erkennen und konstatieren, dass wir auf deren Mechanismen reagieren müssen. Kunst und Kultur kann das, kann ein Aspekt sein. Literatur kann einer dieser Aspekte sein und muss in meinen Augen als Quelle und Mittel der Resilienz dienen, Missstände zu thematisieren, aber auch den Dialog zu fördern, wieder sprachfähig zu werden und als Bindemittel für die Gesellschaft zu wirken. Vor diesem Hintergrund zolle ich Ihnen, liebe Autorinnen und liebe Autoren, liebe Kritikerinnen, Kritiker, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, meinen größten Respekt, dass Sie sich den Herausforderungen nicht nur heute Abend, sondern in der täglichen Arbeit auf so vielschichtige und kluge Weise nähern. Und als Kulturbürgermeisterin macht es mich auch ein wenig stolz, dass sich aus der Mitte unserer Leipziger Kunst- und Kulturakteure Konzepte wie dieses bilden, die Leipziger Debatten, sich einzumischen, einzubringen, sich zu positionieren, sich angreifbar zu machen. Es erfordert ja immerhin auch ein bisschen Mut, den wir so sehr brauchen, die richtigen Fragen und manchmal auch falsche Fragen zu stellen, aber immer auf der Suche nach Antworten, das ist ein weiteres Beispiel für die Stärke der kollektiven Schaffenskraft, für die wir hier in Leipzig stehen. Auch ich versuche das in den Strukturen im Dezernat Kultur. Wir wollen in regelmäßiger Rücksprache mit den Akteuren die Debatte anregen, die notwendige Transformation der Kultur und am Ende auch der Gesellschaft anregen. Das Jahr 2022, in dem sich Leipzig konzentriert mit dem Themenjahr und der Rückeroberung des Freiraums für Bildung, verdeutlicht als ein weiteres Beispiel, dass Ihre und unsere Bemühungen wichtig und bedeutsam sind. Sie sind zahlreich der Einladung gefolgt. Das stimmt mich am Ende doch hoffnungsvoll in diesen schwierigen Zeiten. Und sehr geehrter Herr Osterkamp, sehr geehrter Herr von Ammon, sehr geehrter Herr Arendt, ich darf Sie beglückwünschen zur Ausrichtung dieser Leipziger Debatten. Nicht jedes Programm macht mich so froh, aber dass das in Leipzig stattfindet, das ist wirklich großartig. Und ich wünsche uns allen, Ihnen wie auch im Livestream und der Stadtgesellschaft, anregende Impulse heute Abend, die hoffentlich weitergehen und uns in Aufregung versetzen und das Denken in den Gang bringen. Herzlichen Dank und viel Vergnügen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn ich jetzt schon der Dritte bin, möchte ich nicht darauf verzichten, Sie alle sehr herzlich hier zu begrüßen und vor allem auch meiner Freude Ausdruck zu verleihen über die Kooperation zwischen dem Literaturhaus Leipzig und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die für uns sehr wichtig ist, für die wir sehr dankbar sind. Ich möchte aber auch meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass wir heute tatsächlich in diesem schönen Saal zusammenkommen, denn wir haben es ja schon gehört von Herrn Osterkamp, im vergangenen Jahr war das nur auf dem Bildschirm in Form von Kacheln möglich. Das hatte zwar auch seinen eigenen Reiz, aber die leibhaftige Begegnung ist doch etwas ganz anderes. Also darüber bin ich sehr froh. Ich leite damit ohne weitere
umschweife über zu unserer ersten Gesprächsrunde, die unter der Überschrift über Naturkunden und die Traditionsbildung für eine Literatur des Anthropozän steht. Und ich begrüße sehr herzlich Judith Schalansky und Andreas Rötzer, die beiden ersten Gesprächsteilnehmer, die sich selber mit auffallender Bescheidenheit als Vorband des Abends bezeichnet haben. Aber jeder Konzertbesucher weiß, dass auf diese Vorband viel ankommt und dass es ihr manchmal auch gelingen kann, dem Hauptact die Show zu stehlen. Schauen wir, was uns heute erwarten wird. Da unser Programm sehr dicht ist, bin ich gehalten, die Gäste in aller Kürze vorzustellen. Das werde ich auch tun und sage deshalb in aller Pointiertheit als erstes, dass Judith Schalansky hier auf der rechten Seite eine der originellsten und faszinierendsten Autorinnen der Gegenwart ist, wobei Autorin in diesem Fall weit zu fassen ist und auch bedeutet Herausgeberin und Buchkünstlerin. Manchmal hört man oder liest man, dass sie eine Buchgestalterin sei, was natürlich auch stimmt, aber ich finde, man muss das etwas emphatischer zum Ausdruck bringen. Also eine große Buchkünstlerin. Ich werde jetzt nicht alle relevanten biografischen und bibliografischen Daten aufzählen. Ich wähle einen Umweg, indem ich darauf hinweise, dass Judith Schalansky, die bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet worden ist, morgen einen weiteren Preis erhalten wird, nämlich den renommierten Karl-Amery-Preis in München. Und ich mache es mir jetzt ganz leicht, um Zeit zu sparen, und lese die kurze Begründung der Jury vor. Denn, oder ist Ihnen das schon zu viel? Gut, dann will ich Ihnen die Peinlichkeit ersparen und greife wenigstens eine Formulierung heraus, die ich sehr gelungen finde. So sind Ihre Bücher kleine Wunderkammern der Weltentdeckung, in denen Thema und Form auf wunderbare Weise miteinander interagieren. Ihre Texte bieten in ihrer nahezu mathematischen Strenge den Lesern und Leserinnen einen Halt durch Ordnung und Verlässlichkeit, den das häufige Thema dieser Geschichten schon im Voraus als illusorisch entlarvt hat. Und jetzt der letzte Satz. Als Herausgeberin und Gestalterin der Reihe Naturkunden erweist sie sich zudem als zutiefst ökologisch interessierte Autorin, die dem Nature Writing einen festen Platz in der deutschsprachigen Literatur sichert. Das ist eine sehr treffende Charakterisierung, wie ich finde. Und sie leitet jetzt auch schon über zu unserem Thema und zu dem Mann an meiner rechten Seite, dem Verleger Andreas Rötzer, in dessen Mattes und Seitz Verlag die erwähnte Reihe Naturkunden, die heute Abend naturgemäß eine wichtige Rolle spielen wird, erscheint und der deshalb, aber nicht nur deshalb, eine zentrale Figur für die Literatur des Anthropozäns ist. Wie Judith Schalansky ist auch er vielfach ausgezeichnet worden, 2017 als Verleger des Jahres, 2019 hat sein Verlag den Deutschen Verlagspreis erhalten und 2020 den Deutschen, welcher Preis war das? Das bringe ich jetzt durcheinander. Deutschen Buchpreis, okay, entschuldigen Sie. Also, und jetzt komme ich endgültig zum Thema. Und zwar möchte ich die Gesprächsrunde eröffnen, indem ich mir imaginiere, wie die Literaturgeschichtsschreibung der Zukunft einmal auf die ersten 10 Jahre, also im nächsten Jahr, feiern Sie ja schon das 10-jährige Jubiläum mit Ihrer Reihe, wie also die Literaturgeschichtsschreibung der Zukunft vielleicht einmal zurückblicken wird auf diese ersten 10 Jahre. Sie werden dann sicherlich feststellen, dass es eine Erfolgsgeschichte sondergleichen ist, denn in diesen noch nicht ganz 10 Jahren ist es Ihnen gelungen, das Nature Writing im deutschsprachigen Raum als eine neue Gattung fest zu etablieren. Sie haben das geschafft, indem Sie auf diesem Gebiet eine erstaunliche Zahl von Neuerscheinungen herausgebracht haben, indem Sie hierzulande unbekannte Gründungstexte des Nature Writings aus dem englischsprachigen Raum zugänglich gemacht haben und zugleich verschüttete Traditionszusammenhänge der deutschsprachigen Literatur freigelegt haben. Ich nenne nur 3 Namen, Rudolf Borchardt, Oskar Loerke und Wilhelm Lehmann, wobei man zumindest Rudolf Borchardt erstmal nicht mit dem Zusammenhang in Verbindung gebracht hätte. Das Nature Writing ist,
mittlerweile auch schon zu einem Forschungsgegenstand geworden und das, obwohl man ja weiß, dass die Literaturwissenschaft den Entwicklungen immer hinterherhinkt. Also ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Judith Schalansky und Andreas Rötzer haben einen weit über die deutschsprachige Literatur hinausreichenden Diskurszusammenhang gestiftet oder anders gesagt, sie haben den Grundstock einer Literatur für das Anthropozän gelegt. So, das könnte die Sicht sein aus der Zukunft, die natürlich eine Sicht von außen ist und deswegen möchte ich Sie jetzt auch fragen, wie sich das aus Ihrer Perspektive von innen sozusagen darstellt. Ist das wirklich ein solcher literaturpolitischer Coup, als dass es erscheint oder würden Sie das ganz anders darstellen? Ich muss gleich vehement widersprechen. Was Andreas Rötzer damals, glaube ich, gespürt hat und er hat, glaube ich, als er mich ansprach und die Idee zu einer Reihe zum Thema Natur und Tier, so hieß war der Arbeitstitel, hatte, damals war, glaube ich, einfach deutlich, dass es ein Desiderat gibt, eine Leerstelle, nämlich Natur als Thema des literarischen Schreibens. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es eine solche Tradition im angloamerikanischen Raum schon sehr, sehr lange gegeben hat und dass die verschiedene Gründungstexte hat und dass es verrückt ist oder dass es auf jeden Fall an der Zeit war, diesen Arbeitsbegriff des Nature Writings auch ins Deutsche, in Deutschland einzuführen oder zumindest in den deutschsprachigen Raum und insofern eigentlich dieses schillernde Feld, wie Sie es auch schon benannt haben, fruchtbar zu machen und zu schauen, wie arbeiten wir erstmal, wie können wir mit diesem Begriff arbeiten, welche Traditionslinien können wir eigentlich rückblickend auch ausmachen und was ist der Grund dafür, dass es diese Leerstelle gegeben hat? Und da gibt es verschiedene, das ist zum einen die Romantik mit einem sehr überhöhten Verhältnis zur Natur als Spiegel der eigenen Seelenlandschaft, womit wir sozusagen das metaphorische Problem schon gleich haben, dass sozusagen die Empirie nicht unbedingt das Entscheidende gewesen ist. Und das andere ist ganz gewiss die sogenannte Blut- und Bodenideologie. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Umweltschutz ganz stark forciert wurde vom Nationalsozialismus und dass es bis heute Gesetze der Waldwirtschaft gibt, die dort ihren Ursprung haben. Das heißt, deswegen ist sozusagen auch dieses sagen wir, ungetrübte Verhältnis zwischen Nation, Heimat und Natur, was wir sowohl bei Selborn, bei dem Pfarrer Selborn ausmachen können, das ist der eine Gründungstext, der die Grafschaft seiner Heimat sozusagen textlich vermessen hat, auch als auch das amerikanische Pendant Walden von Thoreau, das wir alle kennen, das sind sozusagen ganz klar politisch konnotierte Texte und das ist sozusagen, glaube ich, eine Kombination, die immer problematisch war. Jetzt habe ich schon mal versucht, sozusagen etwas Meta zu machen. Ich bin gespannt, was Andreas Rötzer sagt, weil ich will es eigentlich auch mal wissen, wann du das Gefühl hattest, okay, dazu muss man was machen und das war ja deine Idee. T.H. White mit der Chronik von Selborn haben wir ja relativ spät dann gebracht, aber das ist ein Paradebeispiel für Nature Writing natürlich, weil an ganz kleinen Ort praktisch mit lokalen, regionalen Tieren, Pflanzen, aber auch sprachlichen Eigenheiten tief erforscht, also praktisch das, was dann David Haskell zum Beispiel später gemacht hat oder auch der von mir sehr geliebte Jean-Henri Fabre, der in einem sozusagen verwilderten Armas in Südfrankreich Insekten beobachtet hat über 20, 30 Jahre lang und der für mich praktisch die Initialzündung für die Beschäftigung mit Literatur und Natur oder Natur in der Literatur eigentlich war. Und 2009 haben wir dann eher aus Zufall oder sondern es war eine glückliche Gelegenheit, dieses 3000 oder 4000 Seiten Projekt in Angriff nehmen zu können, weil es einen Pastor gab, der das eben schon mal übersetzt hatte. Sonst hätten wir uns als kleiner Verlag das nie leisten können, sowas in Auftrag zu geben als Übersetzungsarbeit. Und diese
Interessant, dass es beides Pastoren waren. Genau, stimmt. Und auch der Übersetzer war ein Pastor, genau. Und diese Ausgabe war eben eminent erfolgreich. Und das ist natürlich für einen Verleger und für einen Verlag auch ein entscheidender Moment, sozusagen eine Bewegung zu sehen oder sozusagen einen Trend zu erspüren. Und dann ging eigentlich sozusagen, oder dann war, dann habe ich versucht, das zu reflektieren, sozusagen, was das eigentlich ist, sozusagen, was das ausmacht, was diesen Erfolg ausmacht und auch was meine Anziehung ausmacht oder was mich daran so anzieht. Und zur gleichen Zeit haben wir dann auch Wassili Golovanow gebracht, einen russischen Geopoeten, der auf ganz großartige Weise eine kleine Insel im Nordpolarmeer ebenso dicht beschreibt, aber nicht nur Natur, sondern auch die Mythen dort, die sozusagen auch die, im Grunde auch eine Art Social Writing vielleicht macht, ja, und das verbindet, und das ist eigentlich ziemlich genial, wie er das gemacht hat. Und auch ein anderes Buch von Thomas Espedal, in dem Natur eine große Rolle spielt. Und da eben habe ich dann versucht, einen Trend zu erspüren. Aber Jean-Henri Fabre ist immer wieder der Autor, auf den ich eigentlich zurückgehen möchte, weil der auch so ein Paradebeispiel ist für das, was Nature Writing ausmacht, weil es nämlich, oder nicht ausmacht, weil er praktisch als jemand, der tief in einer christlichen Weltsicht verankert ist und gleichzeitig naturwissenschaftlich arbeitet, also es gab auch einen Briefwechsel mit Charles Darwin, die Wertschätzung war sozusagen eher einseitig, also Darwin schätzte Fabre wohl mehr als andersrum, aber es gab einen kurzen Briefwechsel dazu. Und was Fabre gemacht hat, ist ja eine Archivaufnahme. Also er hat ein Archiv einer untergehenden Welt geschaffen, das ging mir aber dann erst später auf. Und das ist eine ganz enorme Leistung, die man eigentlich so nicht wiederholen kann. Und das war im Grunde sozusagen das Ursprungsprojekt der Reihe Naturkunden. Und was Nature Writing ist, das wusste ich damals nicht. Wir haben dann versucht, irgendwie so eine Form von Kanon auch zu schaffen. Also rückwirkend dann zu schauen, was gibt es da eigentlich, was kann man machen. Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort geliefert. Sie haben eben gesagt, Sie wussten damals noch nicht, was Nature Writing sei. Wissen Sie es jetzt? Ich weiß es heute auch nicht. Und wir vergeben ja seit 2017. Marion Poschmann war die erste Preisträgerin, den Deutschen Preis für Nature Writing, um genau das herauszufinden. Und inzwischen haben wir, also in der aktuellen Ausschreibung, haben wir über 200 Texte eingereicht bekommen. Und beim Lesen dieser Texte muss ich sagen, ich weiß es immer noch nicht, aber ich habe einen gewissen Normative oder eine Idee oder sozusagen eine Vorstellung davon, was es sein könnte. Aber man muss sehr suchen danach. Also wenn Sie jetzt schon von Ihrer normativen Idee sprechen, bitte teilen Sie sie mit uns. Ja, das ist ein bisschen hochgegriffen, jetzt haben Sie mich erwischt. Aber es geht schon darum, glaube ich, sozusagen, also Nature Writing oder sozusagen der Natur auf einer individuellen Augenhöhe Sicht sozusagen als tatsächlich ernst genommenes Gegenüber zu begehen, also sozusagen zu begegnen und auch dieser Natur eben in ihren eigenen Kontexten und Geschichten und das dann ernst zu nehmen. Und deshalb sozusagen ist die Form des Inventars oder praktisch so ein Begriffsgeklimper eben nicht Nature Writing, also auch dieses sozusagen 100 Bezeichnungen für irgendwas, weil das praktisch ja dann so eine Art konkreten Poesie wird, also irgendwie sozusagen nicht mehr verbunden ist mit diesem regionalen Aspekt. Das muss eben immer dabei sein, praktisch das Regionale, das Topologische, das Soziale, diese Geschichten, die Geschichte selbst, das glaube ich gehört alles zum Nature Writing. Also es ist keine einfache Disziplin, wenn ich das so überlege. Judith, hilf mir. Ja, ich bin gar nicht sicher, ob ich da zustimmen würde, weil natürlich auch der Benennungsfuror, ich glaube, der wird später auch eine Rolle spielen, sozusagen die Lust der Benennung und die Aufzählung ist etwas, was durchaus helfen kann, Vielfalt zum Beispiel zu beschreiben. Ich denke da an Texte von Marion Poschmann, die sozusagen die Moosnamen alle aufzählt, und ich kann sozusagen nicht nur die Lust an der Sprache daran zu erkennen, sondern ich kann auch erahnen, was es an Vielfalt gibt. Ich glaube dennoch, dass es nicht nur
und ich muss natürlich auch an die Archivarbeit von Robert McFarlane denken, der halt angefangen hat, eigentlich eine Art modernes, zeitgenössisches Archiv von Naturbegriffen anzulegen und Menschen aufzufordern, ihnen Wörter zuzusenden, ein bestimmtes englisches, altenglisches Wort dafür für einen leichten Nieselregen oder wie man sozusagen eine gemähte Heuwiese, auf wie viele Arten man sie beschreiben kann, und hat natürlich berührt er damit diesen Allgemeinplatz, den wir uns aber, glaube ich, gar nicht oft genug vor Augen führen dürfen, dass wir nur das wahrnehmen können, was wir benennen können. Und das ist ja das große Abenteuer, das sozusagen über Naturschreiben auch bietet, nämlich diesen Moment hinauszugehen. Und ich habe es in einem Text selbst versucht, mit dem Bestimmungsbuch tatsächlich zu schauen, was blüht denn da oder blüht eben nicht, wann kann ich erkennen, was das eigentlich ist. Und das, insofern ist die Aufzählung, glaube ich, spielt schon eine Rolle, weil sie sozusagen die Archivierungsarbeit auch leistet. Und das ist ja das Verrückte, dass wir anhand von Texten über Natur teilweise eben sehen können, ich muss mal daran denken, dass es ein bisschen so funktioniert wie mit den holländischen Bildern, wo wir im 17. Jahrhundert sehen, welche Flüsse zugefroren waren und anhand dessen eigentlich uns Klimastatistiken erarbeiten können. Und das natürlich, wenn Sie tatsächlich voraussetzen, das ist ein Text, der auf Empirie beruht, auf Naturanschauungen, der eben nicht am Schreibtisch geschrieben ist, sondern in der Ansicht, dann kann man eben auch dort nachvollziehen, was verloren gegangen ist, wie sich Natur verändert hat. Aber ich würde gleichzeitig natürlich auch noch unterstreichen, es geht nicht nur um die Nomen, um die Namen, sondern es geht tatsächlich um die Verben und die Beziehungen. Und insofern brauchen wir tatsächlich den ganzen literarischen Apparat. Und ich glaube, was bisher noch nicht genannt ist, es geht tatsächlich hier darum, dass wir, um zu erfahren, diesen Verlustmoment und diesen Gefährdungsmoment. Ich glaube, es hat immer was, wir fangen erst an, in einem Moment etwas zu benennen, wenn es uns, oder auch zu beschreiben, die Beschreibungslust, es wird uns dann wertvoll für eine Ansicht, wenn es zu verlieren droht, das ist offensichtlich, und dann eben eine Sprache zu bemühen, die zumindest in der Sprache etwas festhalten kann. Und insofern kommen wir da in ein ganz, finde ich, ein kulturell wahnsinnig wichtiges Feld, nämlich Kultur als Verlustarbeit, als Trauerarbeit letztendlich, und merken dann eben, dass die Natur als Thema, wenn man jetzt überhaupt von Natur reden kann, tatsächlich lange Zeit, vor allem im deutschsprachigen Raum, der Naturwissenschaft und höchstens dem Sachbuch überantwortet worden ist. Und das ist etwas, was uns klar war, was wir unbedingt ändern müssen. Und das ist Ihnen ja auch wirklich auf fulminante Weise gelungen. Und wenn ich das aus meiner Perspektive als Literaturwissenschaftler auch noch sagen darf, es ist ein wahnsinnig spannender Vorgang zu beobachten, wie dieser Begriff jetzt in der Welt ist und wie die verschiedensten Akteure versuchen, sozusagen sich heranzutasten, was es eigentlich sein könnte, und sich das Feld dabei so nach und nach klärt. Das ist ja eigentlich literaturgeschichtlich ein eher ungewöhnlicher Vorgang. Normalerweise gibt es erst die Praxis und dann wird irgendwann ein Begriff dafür gefunden, und hier ist es eine andere Bewegung. Ich würde jetzt gern ein Stichwort von Ihnen aufgreifen: Kultur als Trauerarbeit, und fragen im Hinblick auf die Literatur des Anthropozän. Also der Beginn des Anthropozäns wird ja von den Wissenschaftlern ganz verschieden datiert, um 1800, um 1950 oder schon im 17. Jahrhundert, wofür ganz unterschiedliche Kriterien herangezogen werden. Könnte man vielleicht auch den Weg versuchen, über die Reaktionen der Literatur auf die schädliche Einflussnahme des Menschen vorzugehen? Und damit verbunden meine Frage: Ab wann beginnt die Literatur, diese katastrophalen Veränderungen eigentlich zu registrieren und zu reflektieren? Haben Sie da Ihre Beobachtungen gemacht? Also als Germanist denkt man sofort an Faust II,
mit dem großen Landgewinnungsprojekt und den katastrophalen Folgen, die das zeitigt. Das ist so ein exemplarischer Fall. Aber da haben Sie vielleicht ganz andere Einsichten gewonnen. Naja, jetzt wäre wahrscheinlich, es gibt natürlich auch frühe Umweltromane. Was verrückt ist, ist Wilhelm Raabes Pfisters Mühle. Es ist wirklich ein Umweltroman par excellence, was passiert, wenn eben eine Fabrik gebaut wird und der Fluss verseucht wird. Also das ist etwas, was verrückt ist, dass es so früh das schon gegeben hat. Ich glaube in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Also wo man sozusagen das Gefühl hat, das beginnt doch erst 100 Jahre später. Aber das ist natürlich wieder das Katastrophische. Sehen Sie, beim Katastrophischen hat man sozusagen gleich wieder einen Plot. Mhm. Und das ist ein großes Problem, finde ich, wenn wir über Natur schreiben, dass wir natürlich total gefangen sind in unseren narrativen Mustern. Das heißt, wir haben auf eine Weise sozusagen die spirituelle Feier der Naturwahrheit. Das ist ja bei Fabre letztendlich in diesem Detaillierten auch zu spüren, was die Schöpfung sozusagen alles ist. Das andere ist das Katastrophische, um Gottes Willen, sozusagen auch der Roman als, alle schreien doch immer noch, wo kommt jetzt bitte der große Klimakrisenroman? Als ob wir sozusagen, als ob wir das so häppchenartig wirklich angemacht, serviert bekommen haben wollen, damit wir es endlich verstehen. In Wirklichkeit gibt es diese Romane schon und sie haben oftmals das Problem, was solche Katastrophenromane immer haben, dass sie eben zutiefst didaktisch sind. Aber offensichtlich ist das sozusagen unsere Prägung, dass wir gerne es so aufbereitet haben wollen. Aber ich möchte mich eigentlich stark machen für eine nicht plotorientiertes Schreiben über Natur, weil ich glaube, dass wir tatsächlich ganz andere Erzählformen auch brauchen, um das zu beschreiben, was dort passiert. Also zumindest ist, und insofern ist es eine große Freude, so eine Reihe zu haben, wo man sozusagen tatsächlich immer wieder ausloten kann. Und Andreas Rötzer und ich sitzen oft bei Texten zusammen oder telefonieren da und sagen, glaubst du, es passt rein oder es passt nicht rein? Und das ist dann etwas, was gar nicht so einfach zu beantworten ist, ob wir es sozusagen in diesem Kanon irgendwie als einen Aspekt platzieren oder ob es dann doch im Hauptprogramm beispielsweise erscheint. Also das ist immer wieder eine Gratwanderung. Und das ist zum Beispiel nicht einfach, außereuropäische Blicke auf Natur erfolgreich zu machen oder irgendwie überhaupt gesprächswert zu machen in Deutschland. Das ist auch eine Begrenzung der Naturkunden, die wir festgestellt haben, dass es sehr stark auf angloamerikanisches und vielleicht französisches Nature Writing, das aber ganz anders ist, so konzentriert ist und sehr stark darauf beschränkt ist. Ich habe mir eine ganze Reihe von Fragen aufgestellt, die ich jetzt leider angesichts der voranschreitenden Zeit nicht alle stellen kann, aber eine möchte ich auf jeden Fall noch mit Ihnen diskutieren. Und das ist die Frage nach den Wirkungsmöglichkeiten, die Sie für die von Ihnen vehement propagierte Literatur eigentlich sehen. Also der Prozess, Herr Osterkamp hat es vorhin angedeutet, in dem wir uns befinden, ist einer, der sich immer weiter zu beschleunigen scheint, der immer drastischere Folgen hat. Können wir uns das leisten, sozusagen uns, das ist jetzt sehr zugespitzt gefragt, können wir uns das leisten, sozusagen unsere Zeit damit zu verbringen, die Texte von verdienstvollen Pastoren aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu studieren? Aber natürlich. Ich denke, wir müssen sogar, um alternative Welten und andere Weltsichten überhaupt noch zu sehen. Also wir müssen sozusagen unsere Sicht multiplizieren und dafür sind die auch extrem wichtig, finde ich. Nein, das ist ja das Verrückte, das ist sozusagen, also gerade der Selbern ist ein wunderbares Beispiel, weil es sozusagen die Vermessung des Alltäglichen ist und dass es eine Literatur ist, die uns lehrt, dass es, wir müssen nicht ans andere Ende der Welt reisen, um sowas wie Natur oder Wildnis zu erfahren. Da reicht auch die Verkehrsinsel vor der Haustür oder es gibt sozusagen
Wir brauchen ganz andere Naturbegriffe und tatsächlich hinzuschauen, was wir dort finden und was wir eben nicht finden. Und insofern diesen Naturerlebnis wegzukommen von so einem Exotisieren, sondern tatsächlich eine Versprachlichung dessen, was wir täglich erleben und insofern auch eine Versprachlichung zu schaffen, die wir weiter tradieren. Also ich denke vor allem daran, natürlich den jüngeren Generationen wirklich auch ein Vokabular zu übermitteln, wie wir das erfahrbar machen können und zu schauen, welche Bäume stehen eigentlich in unseren Städten und wie geht es diesen Bäumen. Also das sind Sachen, die können Sie letztendlich nur mit Sprache. Ja, wunderbar, damit sind wir sozusagen jetzt... Wie, das war es jetzt schon? Aus meiner Sicht noch längst nicht, aber ich muss sozusagen die Dramaturgie des Abends im Blick behalten. Und wir sind jetzt immerhin sozusagen bei der Substanz angekommen, nämlich bei der Sprache und bei der durch Sprache möglicherweise bewirkten Bewusstseinswandel, den wir offensichtlich dringend brauchen. Und jetzt entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie jetzt schon verabschieden muss. Wir können unser Gespräch ja später dann noch sozusagen in anderem Rahmen fortsetzen. Ich danke Ihnen vielmals für die erhellenden Antworten. Vielen Dank unsererseits. So, und jetzt würde ich die beiden Nächsten, Anja Utler und Marie-Luise Knott, aufs Podium bitten. Schon gesagt, es würde ihr dann schwerfallen, still zu bleiben, weil dieses Thema sie so beschäftigt. Und deswegen ist es also eigentlich ganz naheliegend, dass du hier bist. Und ich danke dir vielmals, dass du so kurzfristig darauf eingelassen hast. Sie ist aber auch tatsächlich in jeder Hinsicht prädestiniert, über dieses Thema zu sprechen. Ich verweise, um mich auch hier wieder kurz zu fassen, nur auf ihr jüngstes großes Buch Kommen, Sehen, ein Lobgesang im Jahr 2020 erschienen. In meinen Augen ist es einer der großen deutschsprachigen Beiträge zum Nature Writing und zu vielem anderen auch aus den vergangenen Jahren. Das ist ein wirklich wichtiger Text, der sich auch sozusagen in eine Reihe stellt, in die auch Inga Christensen mit ihrem Alphabet gehört. Und auch dieser Text sollte heute Abend irgendwann Erwähnung finden. Anja Utler ist Lyrikerin, sie ist aber auch Übersetzerin und sie ist Performerin und das ist ein Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte. Sie ist eine äußerst kreative Veranstalterin und ich weiß nicht, vielleicht haben einige im Publikum die Gelegenheit gehabt, im vergangenen September an dem großen Lyrik-Kongress teilzunehmen, den Anja Utler dort organisiert hat, eins zum anderen, ein Gesprächsexperiment. Das war aufregend, weil da auch sozusagen ganz neue diskursive Formate ausprobiert wurden mit großem Erfolg. So. Ich gehe jetzt über zu Marie-Luise Knott, die ich auch sehr herzlich hier begrüße. Sie ist Journalistin, Autorin, Kritikerin und auch Übersetzerin, Hannah Arendt-Forscherin. Ihr jüngstes Buch ist Hannah Arendt gewidmet, vor wenigen Wochen erst erschienen. Und sie ist eine Lyrikexpertin, wie Sie sicherlich alle wissen, zum Beispiel, weil Sie Ihre zahlreichen Beiträge zur Frankfurter Anthologie gelesen haben oder auch Ihre Kolumne beim Perlentaucher mit dem schönen Namen Tagtigall, der auch zur Sache gehört. Also, ich finde es wunderbar, dass Sie beide hier sind und dass wir jetzt miteinander sprechen können. Ich möchte zunächst den Titel unserer Sektion aufgreifen, über den poetischen Widerstand gegen den Verlust unserer Ausdrucksmöglichkeiten und Sie beide fragen, wodurch sehen Sie, falls Sie das tun, unsere Ausdrucksmöglichkeiten derart bedroht, dass man dagegen, das ist ja ein sehr starker Begriff, poetischen Widerstand leisten muss? Ja, du hast mich, vielen Dank für die Vorstellung. Du hast ja schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich dachte eigentlich eher das Unsaubere dahergerede, aber jetzt sitze ich auf der Bühne, muss sauber daherreden.
Ja, ich denke, dass unsere Ausdrucksmöglichkeiten dadurch beschnitten werden, dass wir so eine Art, dass uns die Sprache so einen Default-Abstand einräumt zu den Dingen. Also wir, das ist vorhin beim Nature Writing auch schon angeklungen, so man braucht die Benennungen für die Sachen und dann gibt man da einen Namen, man gibt dort einen Namen und man hat die Dinge dann vor sich wie so Individuen. Und was dann immer ein wenig in den Hintergrund gerät, ist, was Judith Schalanski dann auch sagte, sind die Verben, sind die Prozesse, alles das, dass diese Dinge nicht statisch sind, sondern dauernd miteinander interagieren. Und ich finde, dass das im alltäglichen Sprechen in vielen Spielarten der Narration etwas zu kurz kommt und es schafft uns sozusagen so eine Art Komfortzone in der Sprache, wo wir die Dinge auf Abstand halten können. Und das poetische Sprechen funktioniert eigentlich anders. Das poetische Sprechen ist eines, wo die Abstände und die Perspektiven plötzlich sehr flexibel werden und das auch immer dokumentiert, dass Berührungen stattfinden, dass auch Schnittmengen passieren, dass Reibungen stattfinden zwischen verschiedenen Wesen, dass die Grenzen nicht stabil sind. Und insofern denke ich, kann die Poesie einen Widerstand leisten gegen eine Art zu sprechen, die zugreift, Plätze zuweist, die immer auf Abstand sind, optimistisch gesprochen. Pessimistisch gesprochen, herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung. Pessimistisch gesprochen ist es ja andersrum. Irgendwie, das gehört dazu, glaube ich, die Gewalt, der wir ausgesetzt sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass eigentlich immer klarer die Angst vor einem davor steht im Anthropozän, aber nicht nur dort, dass die Welt vielleicht endlicher ist, als die Menschheit wäre. Früher hat man gedacht, alles ist eigentlich immer getragen von etwas. Also wir sind getragen von etwas. Das war eine Weltvorstellung, die sich irgendwie in der letzten Zeit umdreht. Und auch mit dieser Frage habe ich das Gefühl, geht die Poesie auf andere Weise um, als Texte, die kommunikativ immer weiter Folgerichtigkeiten haben. Wenn das Abbrechen eine Frage wird, dann wird die Poesie zu einer Möglichkeit, die Abbrüche in Anführungszeichen über die Abbrüche zu tragen und sie trotzdem existent zu, trotzdem vorhanden zu, als vorhandene zu erkennen. So habe ich gedacht, spielt das vielleicht hinein, was poetischer Widerstand kann. Er kann die Gefährdung erhalten und trotzdem die Sprache immer genauer werden lassen, vielleicht wie so eine Art Trost. Also dass die Genauigkeit, die Sprache sich herstellt, etwas Weitertragendes hat. So. Mhm. Vielleicht kann man das so sagen. Ja, vielen Dank. Ich bleibe bei dem Begriff des Widerstands aus dem Titel der Sektion und möchte mal eine These in den Raum stellen und bin sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren, dass nämlich in den vergangenen Jahren in der deutschsprachigen Lyrik sich ein echter Paradigmenwechsel ereignet hat, und zwar in der Hinsicht, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg und lange danach ja mit Brecht immer geheißen hat, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Heute scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Also das heißt, es ist so dringlich geworden, das Gespräch über Bäume zu führen, dass andere Themen demgegenüber vielleicht schon in den Hintergrund treten. Und im Übrigen ist das Gespräch über Bäume selbst zu einem Gespräch über Untaten geworden, ist also vor allem solche ökologische Art, ist also selbst schon ein politischer Akt. Also würden Sie dieser Beobachtung zustimmen oder stellt sich die Lage für Sie ganz anders dar? Willst du zuerst? Ich denke, es ist immer noch die Frage, auch in der Poesie, wie ich über diese Bäume spreche. Also ganz einfach ein Thema in den Raum zu stellen und zu sagen, wir sprechen über Bäume, damit leisten wir bereits Widerstand, vielleicht sogar gegen den Begriff des Anthropozäns.
Das wär mir zu einfach. Also auch die Poesie muss sich fragen, wie sprechen wir darüber? Und die Poesie findet darauf ja auch sehr viele unterschiedliche Antworten, die sich unterschiedlich begründen lassen und die man für unterschiedlich gelungen und zielführend halten kann, wobei mir nicht immer klar ist, ob wirklich Widerstand auch immer das Ziel sein muss hier. Mhm. Ja, ich würde gerade sagen, das absichtliche Reden ist eigentlich das Schrecklichste in der Poesie. Und das deswegen, weil es ein Baum ist, ist es unbedeutend. Aber was der Brecht ja meinte, ist eben, dass man eben genau die Absichten abschafft. Und insofern würde ich dem sofort zustimmen, ja, dass das wichtig ist und dass es nicht darum geht, jetzt wir machen ein Gedicht gegen das Anthropozän oder für und so weiter, sondern dass die entscheidende Frage ist, was passiert eigentlich, was weiß ich, den Augenblick, die Möglichkeiten beauftragt sozusagen. Mhm. Aber ist es wirklich so, dass das Gedicht keine Absicht haben darf? Also ich würde das für mein Schreiben nicht zustimmen. Es hat ein Anliegen und ich überlege mir eine Ausdrucksweise und ich versuche, das Anliegen so umzusetzen, dass es mir poetisch richtig oder angemessen erscheint. Also absichtslos wäre für mich kein Ziel. Ich glaube nicht, dass es ein Ziel ist, sondern dass es eine Struktur der Poesie ist eigentlich. Und ich glaube, ich würde auch unterscheiden zwischen einem Anliegen, also ich habe eine Frage und ich habe eine Absicht, eine Wirkungsfrage. Das ist ja was, für mich ist Wirken und Fragen was Verschiedenes. Und ich habe immer das Gefühl, auch bei deiner Dichtung, dass das Fragen das ist und nicht das eine Antwort suchen und dass die Absicht nicht eine inhaltliche ist, sondern eine strukturelle ist. Ich möchte gerne etwas wissen. Oft willst du was wissen, wie zum Beispiel, was du vorhin über die Verben gesagt hast. Ne? Du willst was wissen über die Frage, was ist eigentlich Handeln da drin, was ist eigentlich Bewegen da drin. Und ich glaube, du hast auch noch das Wort Prozess gesagt und das ist für mich ja vielleicht, also als Schreiben, als Prozess, glaube ich, ist eine wichtige Etappe, aber das Präzessuale der Absicht sehe ich nicht als eine Notwendigkeit der Poesie. Oder vielleicht ist es auch ein Geschmack. Mir gefällt die Poesie, die sich öffnet und ins Fragen geht, mehr als die, die auf Antworten hinausgeht. Das meinte ich damit und ich glaube, wir haben uns da missverstanden. Also du meintest das Didaktische? Hm? Du meintest das die didaktische Absicht? Das ist vielleicht auch der innere Didaktik, nicht nur die äußere. Ja. Hm. Ich versuche das nochmal zuzuspitzen, den Disput, der sich hier andeutet, und ich bediene mich dabei eines Begriffs des Münchner Lyrikers Nikolai Vogel, der nämlich vom Anthropoem gesprochen hat in seinem jüngsten Gedichtband. Das ist ein Begriff, den ich zumindest interessant, provokant finde, und ich möchte Sie beide fragen, wie sähe aus Ihrer Sicht das ideale Anthropoem aus? Da habe ich wirklich gar keine Antwort zu, weil das Ideale gibt es ja für mich, glaube ich, sowieso nicht. Und zum anderen, das Anthropoem ist das Poem des Widerstands, so verstehe ich das jetzt, das Poem des Widerstands gegen das Anthropozän. Das Anthropozän gliedert sich aber in riesen Aspekte auf. Und wenn ich jetzt ein Ideales suche, glaube ich, habe ich schon verloren im Vorhinein, weil das Ideale ist wahrscheinlich das, was der Autor am besten kann. Das ist ja sowieso so, dass es vom Autor abhängt, von der Autorin abhängt, was überhaupt passieren kann in einem Gedicht. Und insofern leider kann ich darauf kaum antworten. Ich weiß auch nicht, wie der Nikolai den Begriff verwendet vom Anthropoem, aber ich finde ihn, ich höre den jetzt auch zum ersten Mal, aber ich finde ihn sehr charmant, weil er zeigt, dass es vielleicht auch noch ganz viele andere Poeme geben könnte, die vielleicht Elefantenpoeme wären oder Delfinpoeme oder Baumpoeme. Also für mich spiegelt sich da drin ein Begriff von Beschränktheit und von Begrenztheit des menschlichen Sprechens, den ich sehr angenehm finde, weil er sehr bescheiden ist. Und für mich wäre ein Anthropoem dann eines,
indem ich diese Begrenztheit des Sprechens und Begreifens auch noch spüren kann im Gedicht, nämlich dass sozusagen wie so Echos oder Ahnungen von anderen Stimmen noch etwas durchläuft, wo ich sehe, da reicht aber mein Sprechen nicht hin, denn in Wirklichkeit kann ich ja nicht ausreichend sprechen. Und da würde dieser Begriff des Anthropoems dem Begriff des Anthropozäns eine sehr angenehme Beschränkung einführen, denn ich habe eigentlich ein großes Problem mit diesem Begriff des Anthropozäns, weil er kann so begriffen werden, dass man sagt, oh je, schaut euch an, was wir hier alles anrichten, aber er hat nach meiner Beobachtung auch eine starke Tendenz dazu, sich in einen Schöpfungsmythos zu verdrehen und zu sagen, das ist alles uns, das haben alles wir gemacht. Also das ist so eine menschliche Großartigkeitsidee auch gerne dabei und Machbarkeitsidee, gegen die er sich ja eigentlich wenden will. Aber ich halte diesen Begriff deswegen für sehr, sehr gefährlich und im Sinne eines Verträglicheren, wie Donna Haraway das sagt, living with, nämlich mit dem Rest der Welt, eigentlich kontraproduktiv. Da würde ich jetzt gerne sofort zustimmen und einfallen, weil mir kommt es immer so vor, als ob, und deswegen habe ich, glaube ich, vorhin mit der Gewalt angefangen, mir kommt es immer so vor, als ob die eigentliche Aspekt des Anthropozäns eine Gewaltfrage ist. Habe ich alles in der Gewalt oder hat mich alles in der Gewalt? An irgendeinem Punkt ist die Gewaltfrage da das Zentrale, und das meinst du wahrscheinlich auch, wenn du das, dass dir der Begriff unangenehm ist, weil er sagt nämlich, wir können alles, und wenn wir alles können, können auch alles gegen uns gerichtet sein. Ja, ja, er schreibt so eine Idee des im Griffhabens fort, und eigentlich denke ich, sollten wir uns eher darauf besinnen, wie sehr die Dinge uns im Griff haben und wie sehr wir abhängig sind davon, dass das alles um uns herum, diese ganzen Wasser, Luft und sonst was Kreisläufe, dass das alles funktioniert. Also die, und da dann vom Anthropozän zu sprechen und zu sagen, wir könnten an allen Schrauben drehen, um es dann letztlich doch so hinzubekommen, wie es passt für uns, ist schwierig und ist auch sprachlich schwierig. Das ist der poetische Widerstand, ja, der vielleicht in dem Titel gemeint ist, dieses aufzubrechen. Und, ja. Der Widerstand, wo man sich aber dann manchmal fragen muss, wer macht denn eigentlich mit uns? Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal, mach mal. Also ich wollte gerade sagen, dass eine schönere Abrundung für diese Sektion auch noch dazu mit Glockenklang im Hintergrund sich eigentlich kaum hätte einstellen können. Aber ich möchte trotzdem noch eine abschließende Frage stellen. Judith Schalansky hat ja vorhin darauf hingewiesen, dass die deutschsprachige Literaturtradition im Hinblick auf den Umgang mit der Natur sozusagen eine mehrfach gestörte ist, durch die Romantik und durch das Dritte Reich, und vielleicht könnte man auch noch andere Aspekte nennen. Mich würde trotzdem interessieren, wo Sie in dieser Tradition vielleicht doch auch Anknüpfungspunkte, also vor allem in der lyrischen Tradition, wo ihr da Anknüpfungspunkte seht, wo man sozusagen produktiv anschließen kann. Alles schließt ja irgendwie an Novalis an, aber das ist jetzt schon so eine Binse, dass ich es gar nicht mehr sagen kann. Und was gibt es denn sonst in der deutschen Lyrik, was unbedingt ist? Also was jetzt? Ja. Ich möchte auch nicht so eine deutschsprachige Traditionslinie ziehen. Also ich glaube, die Einflusslinien sind viel komplizierter, als dass man sagen könnte, man hat jetzt hier eine deutsche Linie, die man irgendwie fortschreiben kann. Ich würde aber schon sagen, dass man mit der Romantik sich nicht zu schnell verabschieden sollte von dem romantischen Blick auf die Welt. Also da gibt es problematische Aspekte, und das kann man sehr viel dazu sagen, aber es lohnt schon, aber dazu sagt vielleicht Marion später dann auch noch was. Es lohnt schon, da
da zurückzugehen. Es lohnt aber auch, zu Traditionen wie in der Frühaufklärung zurückzugehen. Brooks. Und sehe ich diese Beschreibungskünste anzusehen. Also, ja, genau, das Barock auch, ja. Aber letztlich, glaube ich, wir haben diese Einflusslinien aus ganz vielen verschiedenen sprachlichen Traditionen auch. Und da gibt es durchaus auch einiges, was man importieren könnte. Also ich denke, ein Problem in der deutschsprachigen Lyrik auch ist die Wahr, ist jetzt vielleicht nicht mehr, ist so eine Angst vor der Emotion, die mir zum ersten Mal eigentlich auch klar geworden ist, als ich dann mit anderen lyrischen Traditionen zu tun hatte. Und in dem Moment, wo ich die emotionalen Dimensionen meines Verhältnisses zur Welt nicht mehr ausloten kann, weil sie ein Tabu sind, weil meine Lyrik intellektuell satisfaktionsfähig sein muss und das vielleicht nicht mehr ist, wenn die Emotion reinkommt und die Sache verschmutzt, dann wird es problematisch zu einer realistischen Auslotung des Verhältnisses zwischen einem Individuum und all diesen Dingen, die die Welt durch dieses Individuum hindurch schickt, zu kommen. Gut. Wir schließen mit der Pluriel Immortelle von Barbara Köhler, die natürlich das alles verpackt. Ja. Gut, also das ist jetzt eigentlich ein weniger guter Schlusspunkt, als es vorhin mit dem Glockenklang gewesen wäre. Aber immerhin haben wir es jetzt geschafft, schon Fährten auszulegen, auf die dann die nächste Sektion wieder zurückkommen kann. Marion Poschmann hat schon genickt, dass sie auch die Romantik in den Blick nehmen wird. Und ich danke euch beiden sehr herzlich für dieses Podium. Und wir sind bis jetzt ganz im Zeitplan, was bedeutet, dass wir jetzt ungefähr 30 Minuten Zeit haben, Brezeln zu essen, Wein und Wasser zu trinken und uns über die Themen weiter auszutauschen. Vielen Dank bis hierher. Wir freuen uns auf Marcel Bayer und Michael Hagner, die schon in den Reihen mit den Hufen scharren. Michael, mit den Hufen, wir renaturisieren sie. Marcel Bayer ist Erzähler, Lyriker, Essayist. Er ist der Büchner-Preisträger des Jahres 2016. Er widmet sich in seinen Romanen den Zerklüftungen der deutschen Geschichte in mannigfacher Art, aber er kümmert sich auch um die Bedeutung der Wissenschaften für die Biografien der Einzelnen und hat auch einen entschiedenen Blick auf die Natur, auf die Tiere in diesem Zusammenhang. Seine berühmten Romane Flughunde und Kaltenburg wird wahrscheinlich in dieser Runde jeder kennen. Was mir besonders wichtig ist, ist aber auch den Essayisten Marcel Bayer prominent werden zu lassen. Es gibt viele große Essays von Marcel Bayer, die ich sehr, sehr liebe. Ihren Aufsatz über die Überflutung von Dresden halte ich einfach für grandios. Ganz einfach deswegen, weil er nicht einfach nur Sinneswahrnehmungen beschreibt, sondern auch zeigt, wie ein solches großes Ereignis die Sinneswahrnehmungen des Menschen verändert, wie es auf einmal akustische Phänomene gibt, von denen man vorher überhaupt nicht ahnte, dass es sie gibt. Er ist des Weiteren ein herausragender Lyriker. Sein neuester Band heißt Dämonenräumdienst. Wenn Sie mir den mal vorbeischicken könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Michael Hagner ist Inhaber der Professur für Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich. Und das Beste, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er über die Fähigkeit verfügt, über die komplexesten naturwissenschaftlichen und wissenschaftsgeschichtlichen Sachverhalte aller Differenziers zu resonieren und dass es sich immer großartig und spannend liest. Er ist ein glänzender Stilist und dafür hat er auch schon in einer sehr, sehr frühen Phase seiner akademischen Biografie den größten Wissenschaftspreis, den unsere Akademie vergeben kann, nämlich den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, erhalten. Er hätte
diesen Preis auch weiterhin alle 5 Jahre für seine jeweils 9 Bücher erhalten können, aber wir müssen auch den anderen eine Chance geben. Großartig ist sein Buch, nach wie vor sein Klassiker der Wissenschaftsgeschichte über die Entstehung der Hirnforschung, in vielen Auflagen, auch in vielen Übersetzungen erschienen. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Foucaults Pendel und wir. Es schließt an ein Kunstwerk an, nämlich an eine Installation von Gerhard Richter in Münster und entwickelt daraus die Wirkungsgeschichte des Foucaultschen Pendels bis heute. Und was das eminent Charmante auch jetzt im Zusammenhang unserer Diskussion daran ist, ist natürlich die Tatsache der Übergängigkeit zwischen Kunst und Wissenschaft. Der Gegenstand eurer Diskussion ist das Verhältnis von wissenschaftlicher Prosa und sozusagen künstlerischer Beschreibungskunst. Und ich erlaube mir jetzt einfach vorweg die Frage, gibt es da überhaupt eine Grenze? Kann es da überhaupt eine Grenze geben? Als Leser von Alexander von Humboldts Kosmos würde es mir zum Beispiel schwerfallen, eine klare Grenzlinie zu ziehen. Michael, du leitest die Diskussion. Es gibt immer Grenzen. Es gibt immer Grenzen. Wir können nicht ohne Grenzen. Und natürlich gibt es auch zwischen der wissenschaftlichen Prosa und der literarischen Prosa eine Grenze. Wenn es sie nicht gäbe, dann gäbe es ja überhaupt keinen Reiz, sie zu überschreiten. Und das wäre ja furchtbar. Und die interessantesten Entwürfe finden ja immer in genau diesen Bereichen statt. Der Grenze der oder dessen, was man für eine Grenze hält und die also aus irgendwelchen Gründen überschritten werden soll, weil dasjenige, was dahinter ist, man ja vielleicht noch gar nicht genau kennt und das möchte man kennenlernen. Das hat Alexander von Humboldt ja auf geradezu exemplarische Weise getan und in seinen Schriften, übrigens nicht nur im Kosmos, sondern auch in diesen kleinen Schriften, die jetzt erst vor 3 Jahren in dieser wunderschönen Ausgabe ediert worden sind, gibt es kleine, bislang völlig unbekannte Texte, in denen Humboldt ein begnadeter Beschreibungskünstler ist, wenn er beispielsweise über chinesisches Porzellan schreibt. Das ist einfach unfasslich. Naja, und nüchtern betrachtet ist ja wissenschaftliche Literatur des 18. oder 19. Jahrhunderts ist ja keine wissenschaftliche Literatur. Das gehört irgendwie zur Wissenschaftsgeschichte und da können sich Laien dran erfreuen. Aber sie dient ja heute nicht mehr als Werkzeug der wissenschaftlichen Arbeit. Und ich bin bei mir selber mal so ein bisschen, oder mir selber gegenüber so ein bisschen skeptisch. Ja, ich fliege auch total auf Wissenschaftstexte des 19. Jahrhunderts. Und da kann man beklagen, dass heute nicht mehr so geschrieben wird oder so. Aber das ist vielleicht doch eher oder weniger eine Sehnsucht in Richtung Wissenschaft als eine Sehnsucht zu bestimmten Schreibformen zurück. Also was Judith Schalansky vorhin sagte, das nicht plottorientierte Schreiben interessiert mich daran, wenn ich Darwin lese. Und Stilfragen natürlich. Aber das ist natürlich ein literarischer Stil. Ja, also wäre es auch damals gewesen. Und dass Stil zurücktritt und sich in Richtung standardisierter, fast bei manchen Wissenschaften kann man ja gar nicht mehr sagen, Textverfahren und Textmuster, weil die kaum mehr aus Text bestehen, diese Aufsätze oder Publikationen, dass sich das dahin entwickelt, ist eine Sache, das verläuft so irgendwie im 19. Jahrhundert, oder? Dass man... Naja, du hast ja in Kaltenburg eine Figur angespielt und zitiert, die aus dem 20. Jahrhundert ist. Und die diese Tradition des 19. Jahrhunderts weiterführt, nur eben in einer politisch außerordentlich problematischen Weise, nämlich Konrad Lorenz. Mhm. Und es ist vorhin mal
dass das Wort gefallen, dass es über Natur zu schreiben verpönt war. Ich glaube, dass das nach meinem Empfinden oder nach meinem Eindruck ist eine richtige Diagnose, aber sie ist natürlich nur zur Hälfte richtig, weil es eine bestimmte Kultur der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt, in der es verpönt war, über Natur zu schreiben. Man kann das verkürzt irgendwie auch als die Surkamp-Kultur bezeichnen. Und dann gab es eine andere Kultur, die also auch nicht jetzt nur eine kleine Nische gehabt hat, sondern für die der Name Lorenz steht, mit all seinen ziemlich ekelhaften Seiten. Ekelhaft ist das richtige Wort, ja. Die aber genau diese Vorstellung einer bestimmten Beschreibung von Natur, sowohl von Lebewesen als auch von Vorgängen, von Verhaltensweisen, sich dafür interessiert hat und das in, glaube ich, in der Beschreibung der Naturgeschichte des 19. Jahrhunderts getan hat. Ja, und das hatte aber natürlich zur Folge, dass wir zwar alle Konrad Lorenz kennen, dass er aber von zeitgenössischen Wissenschaftlern kaum mehr ernst genommen wurde. Das war halt so quasi eine Restfigur aus dem 19. Jahrhundert. Und er hat gar nicht Forschung betrieben, denn Forschung verlagert sich ins Labor. Und das ist nicht, wenn ein nackter Mann mit seinen Gänsen zusammen schwimmen geht und so ein Naturerlebnis hat. Das ist gewissermaßen das Gegenteil von wissenschaftlichem Arbeiten. Ja, das natürlich. Also ich meine, den Abschied der Naturwissenschaften, auch der Biowissenschaften und auch der Verhaltenswissenschaften von dem Lorenzschen Ganzkörpereinsatz, ja, das stimmt. Und als er den Nobelpreis bekommen hat, war er natürlich dann eigentlich schon eine historische Figur. Und das hat ihn dann natürlich schon nochmal aufgewertet. Aber das gehört nicht mehr in die Art von Naturwissenschaften rein, die wir kennen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nämlich erstens, dass sie keine Bücher mehr schreiben. Es werden also keinerlei grundlegende wissenschaftliche Entdeckungen oder Sachverhalte oder Erkenntnisse in Originalpublikationen, in Büchern mitgeteilt, sondern nur noch in Zeitschriften aufsetzen, in Artikeln, die wiederum ein absolut standardisiertes Format haben. Und wenn man das nicht einhält, dann braucht man das gar nicht einzureichen. Und dann gibt es alles Weitere, was sich an diese Kommunikationsform mit ihren bestimmten Regeln anschließt, da hinzuzufügen. Und da ist einfach für diejenige Ausweitung von Beschreibungsmöglichkeiten, die zum Teil ja innerhalb der Naturwissenschaften erfunden worden sind, dafür ist überhaupt kein Platz mehr da. Na gut, also Wissenschaft verändert sich halt so, oder auch wissenschaftliche Darstellung verändert sich halt so, wie sich Literatur auch verändert hat. Klar. So, also und wenn wir heute versuchen, eine Naturbeschreibung zu schreiben, so wie es gute Autoren des 19. Jahrhunderts gemacht haben, dann ist das ja schon ein historischer Bezug da drin. Ob Wissenschaft im strengen Sinne Naturwissenschaft hat keinen historischen Bezug. Also die Forschung von gestern ist die Forschung von gestern. Was interessiert mich die für morgen? Ich will eine Sache sagen, die mich wahnsinnig fasziniert, wo Sprache und Beschreibung eine Rolle spielen. Das ist, wenn man der Ansicht ist, man hätte eine neue Art entdeckt und möchte die anmelden, möchte zur Diskussion stellen, ob die als Art anerkannt wird oder nicht. Da ist es unabdingbar, dass man eine Beschreibung schreibt. Man würde so laienhaft denken, ja, dann sollen die doch ein gutes Foto machen, dann sieht man es doch. Wenn man ein Foto sieht, sieht man eben gar nichts.
Das ist eben so. Auf dem Foto sieht man einen Vogel, der sieht auch so aus wie andere Vögel. Oder das ist doch die Art. Also wäre es auf Anhieb erkennbar, dass dies eben nicht dieselbe Art ist, wie man gedacht hat, sondern eine, das Grund besteht quasi, die Grenze zu überschreiten und zu sagen, das ist eine andere Art. Das ist ja nicht offenkundig, denn sonst hätten es ja schon alle Forscher vorher gemerkt. Es geht ja um Minimaldifferenzen und die muss mit dem Antrag auf Artanerkennung muss schriftlich niedergelegt werden. Das sind ganz kurze Beschreibungen und auch natürlich auch sehr standardisiert, also an welchem Merkmal ist das erkennbar. Aber ich fand das so verrückt, dass oder finde das so verrückt, dass eine sprachliche Beschreibung und eben das Arbeiten mit Schrift und Sprache unabdingbar ist. Also wer nur Foto und Statistiken und Analysen und sowas abliefert, wird quasi der Antrag gleich abgelehnt, weil da fehlt ja die Beschreibung. Ja, das ist total faszinierend und wichtig, was du da sagst. Als ich das erste Mal mir die Taxonomien von Linné anschaute, dachte ich, blöd und naiv, wie ich bin, also da sind jetzt irgendwie diese Beschreibungen und dann sind da Bilder dabei, ja? Weil die Bilder ja eigentlich also dann die Evidenz dafür geben. Dann kriegte ich irgendwie diese alten Schinken aus der Universitätsbibliothek in Göttingen und ich war fassungslos, es war kein einziges Bild drin, aber auch nicht ein einziges. Alles nur Sprache und Listen und Beschreibungen. Und da ist völlig klar, wie bedeutsam, wie wichtig die Sprache ist. Und ich meine, das macht natürlich auch völlig klar etwas über unseren Zugang zur Natur. Also ich gehe raus und gucke mir die Natur an. Was sehe ich dann da? Nichts. Absolut nichts, gar nichts. Bedeutet das irgendwas? Vielleicht für mich persönlich, tut mir gut oder nicht gut, aber eigentlich es bedeutet überhaupt nichts, sondern das ist, was wir sehen, ist sprachlich kodiert und wir haben bestimmte Versatzstücke von Sprache und natürlich auch von Bildern im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob man da so einen großen Gegensatz jetzt einfach aufbauen muss. Von dem Aspekt aus würde ich vielleicht gar nicht mal so scharf sagen, dass es da eine ikonische Differenz gibt, wie das einige Bildwissenschaftler tun. Und das heißt natürlich nur, dass jeder Zugang zur Natur vermittelt ist. Du guckst nicht in den Himmel und sagst, so und jetzt verstehe ich die Astronomie. Und ein Bild vom Himmel ist nichts, ist absolut gar nichts, sondern das ist in einem System von Verweisen drin, die also sehr viel mit Sprache natürlich zu tun haben. Also das wäre jetzt so ein bisschen, ich fand so, man kann diese Frage nach Literatur und Natur so angehen, dass man sagt, es geht ums Beschreiben. Das ist eigentlich Beschreiben, Festhalten, auch aus so einem Verfallsdiskurs heraus, quasi retten, in einem anderen Medium retten, was in der Wirklichkeit dem Verfall preisgegeben ist und dem Verschwinden. Oder man kann, glaube ich, umgekehrt schauen. Also da ist dann quasi, die Sprache ist das Archiv dafür. Die Sprache ist Archiv für das, was in der nichtsprachlichen Welt verschwindet. Ich sehe es eigentlich lieber anders, auch weil ich Verfallsdiskurse finde ich nicht so anregend. Es ist doch die Sprache und die Sprache ist das, was Differenzierung ermöglicht. Und darüber können wir, indem wir eben sprachliche Differenzierungen haben, also Farbton, Minimalunterscheidungen und so weiter, können wir überhaupt erst ja,
die Natur erkennen oder uns eben die Natur gestalten oder uns die Natur oder ja die Natur vielgestaltig machen. Insofern sehe ich da Sprache eher als ein Werkzeug, um über eine Grenze hinwegzugehen, nämlich, oh, die Vögel singen aber schön, dann habe ich über die Sprache als Differenzierungsmöglichkeit, kann ich mir und natürlich Gehör, optische Schulung, einfach Erfahrung im Umgang mit Natur, kann ich dann anfangen, den einen Vogelgesang vom anderen zu unterscheiden oder eben Farbtöne an Tieren oder an Gräsern oder Blattformen und sowas zu unterscheiden. Ich sehe also den Umgang mit der Natur in der Sprache eher so, dass mir die Sprache die Möglichkeit gibt, Entdeckungen zu machen. Die würde ich sonst nicht machen. Oh, da war so ein wuscheliges Tier schon weg. Und für mich ist sie eher Werkzeug als Aufbewahrungsort. Und ich glaube, das ergibt einen völlig anderen Zugang auch, oder vielleicht schlägt sich eine andere Vorstellung vom Schreiben darin nieder. Aber das wäre ja Wissenschaft. Wissenschaft ist ja nicht das Abmalen von Dingen, von denen man weiß, ne, sondern du brauchst die Sprache oder deine Werkzeuge, sicher, da gehört auch das Labor dazu und so. Aber zum Beispiel, dass man eine These formuliert, der man nachgeht, das ist ja schon sprachliche Arbeit. Und das wird dann in Experiment oder bestimmte Beobachtungsvorgänge und so übersetzt. Und das mit Hilfe von Sprache erweitert man sich die Welt und das führt wieder zur Erweiterung der Sprache. Denn für das, was ich mit meinem Werkzeug Sprache entdecke, brauche ich ja wieder Sprache, um es zu umreißen. Also ich mache eigentlich mit der Sprache immer einen Weg in die Natur und durch die Natur. Ja, also vor mir ist eigentlich nichts, Wolke oder Wiese oder der Sprosser, den der Berliner Nachtigall nennt. Und für mich ist es ein, wir leben in unseren Umwelten, die Natur begreift uns genauso als Teil ihrer Umwelt. Es ist besteht diese Unterscheidung gar nicht. Also der Vogel, der ans Fenster kommt, der sagt nicht, hallo, ich bin Natur und du bist da drin in deiner Wohnung, du bist, ich weiß auch nicht, nicht Natur oder so. Die Unterscheidung ist ja eine menschliche Unterscheidung. Und mit der Sprache erarbeite ich mir etwas, nämlich Wahrnehmungsweisen, Zusammenhänge, Thesen, Überlegungen und so weiter. Ich erweitere mir die Welt mit Hilfe von Sprache und dadurch wiederum wird die Welt wieder weiter, weil ich sie dann sprachlich zu fassen versuche. Ja, also wunderbar. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, dass also mit der Sprache und in der Sprache sich dann auch Unterschiede auftun im Hinblick auf die Ontologie der Natur. Ich mache das mal deutlich an zwei Heroen aus dem 17. Jahrhundert, nämlich an Kepler und an Galilei. Also beide sind als Physiker und Astronomen entscheidend daran beteiligt, dass der Kopernikanismus sich durchsetzen kann. Also dass der Geozentrismus verabschiedet wird. Galilei kriegt großen Ärger, Kepler weniger. Und beide veröffentlichen in den ersten 20 Jahren des 17. Jahrhunderts ihre entscheidenden Bücher. Und das Interessante ist, dass Kepler die Bücher von Galilei genau versteht und Galilei versteht die Bücher von Kepler nicht. Woran liegt das? Es liegt daran, dass Galilei eine Auffassung von Natur hat, die sich seitdem im Wesentlichen durchgesetzt hat, nämlich eine mechanische Auffassung von Natur, die auf bestimmten Kräften basiert, die man mathematisch beschreiben kann. Und
Kepler hat eine ganz andere Auffassung von Natur, nämlich sie ist für ihn ein Lebewesen. Der gesamte Kosmos ist für ihn ein Lebewesen. Die Gaia-Theorie kann sich also mit Fug und Recht auf Kepler berufen eigentlich. Und das Faszinierende ist nun, dass also, wenn man sich, und beide waren große Schriftsteller, beide waren große Prosa-Schriftsteller, wenn man sich nun das ganz runterbricht darauf, wie ist das in den letzten Jahrzehnten im deutschsprachigen Diskurs aufgetaucht, jetzt abgesehen von den Gesamtausgaben, die nur für die Spezialisten interessant sind, dann ist in der Suhrkamp-Kultur, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist Galileo Galilei ediert worden, von keinem anderen als Hans Blumenberg. Von Kepler war in den 60er, 70er, 80er Jahren überhaupt keine Rede. Im Nature Writing heute ist von Kepler die Rede. Ja? Kepler wird bei Andreas Rötzer, bei Matthes und Salz neu aufgelegt, Galilei nicht. Und das, das heißt, jetzt mit dem Nature Writing ist Kepler viel kompatibler als Galilei. Und beides hängt sehr mit Sprache zusammen auch und mit diesen unterschiedlichen Ontologien von Natur. Ich muss irgendwo aufs Ende blicken und nütze jetzt meine große Chance vielleicht noch einmal. Ich habe Ihnen fasziniert zugehört, Marcel Beyer, und habe dabei auch viel gelernt, aber ich versuche trotzdem am Ende nochmal irgendwo handhabbar zu machen, die Differenz zwischen wissenschaftlichem und poetischem Schreiben. Und wenn ich es mir sozusagen ganz und gar ins Enge ziehen will, könnte es dann so sein, dass das wissenschaftliche Schreiben in all seiner Beschreibungskunst, denn es ist Präzision zu generieren, ist eine Kunst, in all seiner Beschreibungskunst darauf zielt, den Regelfall zu erfassen und damit das Gesetz, während die große Chance des poetischen Schreibens über die Natur darin besteht, die Abweichung in den Blick zu nehmen, die Durchbrechung des Gesetzes, die Störung von außen, den Eingriff in die natürlichen Abläufe. Und das ist genau der Punkt, an dem in der Regel der Mensch ins Spiel kommt. Könnte es so sein, dass man sich die Differenz von poetischem und wissenschaftlichem Schreiben so auseinanderlegen. Ja, da schleicht doch aber schon wieder so ein der Verfallsdiskurs hinterm Horizont vor. Also wir kippen, nee, aber ich habe das Gefühl, wir kippen immer so zwischen Landschaftsmalerei und Memento Mori. Und das ist irgendwie so Natur. Und da gibt es immer so hin und her. Ich überlege jetzt, ich sehe in der Wissenschaft, wenn man quasi näher rangeht, eigentlich nirgendwo Grundannahmen, die alle teilen würden. Insofern, jeder baut für sich seine Gesamtheit, das mache ich ja aber beim Gedichtschreiben auch. So quasi, man setzt sich absolut, das ist jetzt das Gedicht, das ist das Gedicht, das heute geschrieben werden muss und nicht irgendein anderes. Also insofern steckt der Blick auf die Abweichung, glaube ich, genauso in der Wissenschaft. Also alles bisher geschriebene Quark, alle Ansichten meiner Kollegen der letzten 600 Jahre, alles Quatsch, das muss man ganz anders sehen. Das ist auch kann auch ein Impuls beim literarischen Schreiben sein. Ich weiß es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Schlusswort, das an Präzision nicht zu überbieten ist und damit sowohl das Genus des poetischen Schreibens als auch des wissenschaftlichen Schreibens erfüllt, müssen wir unseren heutigen Abend zu einem Abschluss führen. Sie alle haben gemerkt, wir hatten 4 Gesprächsrunden mit 8 hochkompetenten Diskutanten, und es war vollkommen klar, dass mit jedem von Ihnen Gespräche zu führen gewesen wären, die uns auch einen ganzen Abend hätten beschäftigen können. Aber vielleicht war es auch für Sie alle jetzt besonders reizvoll, so unterschiedliche Charaktere aus den unterschiedlichsten Perspektiven,
auf gar nicht homogene Weise über das diskutieren zu lassen, was Natur heißt und von dem wir alle glauben, was es sei, aber was uns jeden Tag als große Aufgabe immer wieder neu gegenübersteht. Wir danken Ihnen ganz außerordentlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf die nächste Leipziger Debatte zur Literatur, die, so Corona und Gott will, in einem Jahr in corpore, also hier, stattfinden wird, in diesem wunderbaren Raum. Wir danken all denjenigen, die diesen Abend möglich gemacht haben, insbesondere unseren wunderbaren Diskutantinnen und Diskutanten. Ich darf Ihnen ganz klar versichern, wir wissen nicht, welches Thema es sein wird, über das wir in einem Jahr sprechen werden. In dieser Zeit wird sich auf entsetzliche Weise noch viel Geschichte ereignen und hoffentlich auch auf großartige Weise so etwas wie neue Hoffnung zustande kommen. Und wir werden darauf so spontan wie möglich mit unseren Leipziger Debatten zur Literatur zu reagieren versuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.